Moin Leute, herzlich willkommen in Lüneburg. Heute beschäftigen wir uns mit den Schienensträngen in der bzw. rund um die berühmte Salzstadt. Und damit meine ich nicht nur die Magistrale Hamburg-Hannover und die Verbindungen nach Lübeck und Dannenberg, sondern auch die versteckten und teilweise vergessenen Gleise, über die man in vielen Ecken der Hansestadt stolpert. Wir starten mit der bekanntesten und bedeutendsten Strecke, jener von Hamburg nach Hannover. Sie war 1847 die erste, die Lönneberger berührte. Hier geht richtig die Post ab. Im Mittel sind von und nach Hamburg 360 Züge, binnen 24 Stunden unterwegs. An Spitzentagen auch mal deutlich über 400. Der Abschnitt Stelle-Lüneburg wurde zwischen 2009 und 2014 dreigleisig ausgebaut, was die Betriebssituation etwas entspannt hat. Seitdem werden die beiden Bestandsgleise als Fernbahn bezeichnet, das neu errichtete und fast nur in Südrichtung befahrene als Regionalgleis. Lüneburg ist Endpunkt der im Stundentakt verkehrenden RB-Linie 31 aus Richtung Hamburg. Ebenfalls alle 60 Minuten fährt der RE3 Hamburg-Uelzen. Jeder zweite Zug ist bis Hannover durchgebunden. Im Fernverkehr wird Lüneburg zweistündlich durch die ICE-Linie 26 bedient. Zu Stoßzeiten ist diese zum Stundentakt verdichtet. Außerdem stoppen in Tagesrandlagen einzelne Züge der Linien 20, 22 und 25. Der Bahnhof Lüneburg ist ein etwas unübersichtliches Gebilde, das wir ein wenig aufdröseln müssen. Von Hamburg anrollende Züge haben im Bahnhofsteil Nordkopf die Wahl zwischen der Fahrt zur West- und zur Ostseite. Die meisten von ihnen gehen auf die fünfgleisige Ostseite, die offiziell nur Lüneburg heißt, ohne jeglichen Zusatz. 1 und 2 sind die durchgehenden Hauptgleise der Strecke Hamburg-Hannover. 3 kann als Allzweckwaffe in Richtung Hamburg, Hannover und Lübeck genutzt werden, dient im Regelfall jedoch der stündlichen Überholung des nordwärts fahrenden RE3 durch die ICE-Linie 25. 4 und 5 sind aus Hamburg unerreichbar und nützen daher lediglich dem stündlichen RE83 nach Lübeck. Die betriebliche Bezeichnung der Gleise ist übrigens 201 bis 205. Bis ins frühe 21. Jahrhundert lag nördlich des Hausbahnsteigs obendrein das Gleis 1a, in dem einst einige von Hamburg kommende Züge endeten. Anstatt es als Verlängerung des Regionalgleises aufzupeppen, überbaute man es mit einer Lärmschutzwand. Die Westseite bekommt normalerweise bloß die wendende RB 31 sowie alle 3 bis 4 Stunden die RB 32 nach Dannenberg zu Gesicht. Hinzu gesellen sich Güterzüge gen Süden, die situationsbedingt weder über die Ostseite fahren noch im Regionalgleis geparkt werden können. Seit dem 2019 abgeschlossenen Umbau ist nur eine Bahnsteigkante verblieben, die sich RB 31 und 32 teilen. Verkehrlich bezeichnet als Gleise 6 und 7, betrieblich 301 und 311. Zuvor existiert ein höhengleich zugänglicher Zwischenbahnsteig am Gleis 302, an dem die RB 31 wendete. Bis Ende der 90er Jahre gab es außerdem das Hauptgleis 303, das Fahrten über die Westseite auch bei belegten Bahnsteigen zuließ, sowie ein Nebengleis. Aus Richtung Hannover gelangt man ebenso wie von Hamburg sowohl zur Ost- als auch zur Westseite. Von Dannenberg hingegen ist lediglich die Westseite erreichbar. Die Frage, warum Lüneburg sich den Luxus zweier nur durch den Vorplatz getrennter Bahnhöfe gönnt, ist historisch erklärbar. Zur Hamburg-Hannoveraner Rennbahn gesellte sich 1874 die Ost-West-Verbindung Wittenberge-Dannenberg-Lüneburg-Buchholz. Während erstere von den königlich-hannöverschen Staatseisenbahnen erbaut wurde, zeichnete für zweitere die Berlin-Hamburger Eisenbahn verantwortlich. Auf ein gemeinsames Empfangsgebäude konnte oder wollte man sich nicht einigen und so entstand dieses nach heutigen Maßstäben eher hinderliche Konstrukt. Die Dannenberger führt südlich des Bahnhofs über die Hannoveraner Strecke hinweg. Ihre Zukunft hing jahrzehntelang am seidenen Faden und gerettet haben sie die Zonenrandförderung sowie das nahe der Endstation gelegene Atommülllager Gorleben. Ihre im Nordkopf westwärts abschwenkende Fortführung nach Buchholz hatte weniger Glück. 1981 fuhren die letzten Reisezüge, die unter anderem den Vorstadthaltepunkt Sternkamp und das 1974 nach Lüneburg eingemeindete Ochtmissen bedienten. Bis 1994 verkehrte bedarfsweise eine Übergabe auf dem Reststück bis Mechtersen. Im selben Jahr erfolgte die Gesamtstilllegung.
Südlich der Personenbahnhöfe erstreckt sich als eigenständiger Bahnhofsteil der Güterbahnhof. Für die Zugbildung hat er keine Bedeutung mehr. Viele Gleise sind unter einem Birkenwald verschwunden, der alle paar Jahre mal abgeholzt wird. Aufmerksame Reisende dürften vor allem bei der Fahrt nach Dannenberg, eine der hässlichsten Ecken Lüneburgs, vor dem Fenster wahrnehmen. Vorrangig dient der GBF der Überholung von Güterzügen oder ihrem Rückstau, wenn Maschen oder der Hamburger Hafen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Einen kleinen Ablaufberg gab es früher ebenfalls. Das zugehörige Ausziehgleis reichte bis weit hinter das Kreuzungsbauwerk der Dannenberger Bahn. Die Schaltzentrale des Bahnhofs ist das Stellwerk LF, ein SPDRS 600, die letzte Generation der Siemens Spurplanstellwerke. Das Inbetriebnahmejahr 1983 ist ungewöhnlich spät für die Strecke Hamburg-Hannover, die ansonsten schon im Vorfeld der Elektrifizierung 1965 mit Relaisstellwerken überschwemmt wurde. LF löste 11 mechanische Stellwerke in Lüneburg ab. LIF im Nordkopf, LNW, LWF, LSW und den Posten H auf der Westseite, LNO und LMB auf der Ostseite, LMF am Übergang vom Personen- zum Güterbahnhof sowie LMR, LR und LSO im GBF. LNW blieb als einziges von ihnen erhalten und wird von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg, AVL, gehegt und gepflegt. Auch das Untergeschoss von LIF ist für Spurensucher noch zu entdecken. Sein Standort erklärt den scheinbar unmotiviert kantigen Verlauf des Fußweges neben der Ilmenaubrücke. Ursprünglich war die Fernsteuerung diverser Betriebsstellen auf der Strecke Hamburg-Hannover und des Bahnhofs Echem auf der Büchener Schiene vorgesehen, die nie realisiert wurde. Allerdings ersetzte LF 3 weitere Stellwerke in Jäger und Adendorf. Dies leitet uns über zur Strecke nach Büchen und Lübeck. Nördlich von Lauenburg wurde sie bereits 1851 eröffnet, zwischen Lüneburg und Hohnsdorf erst 1864. Von dort mussten die Fahrzeuge über die Elbe trajektiert werden, aber schon 1878 ging es auf einer Brücke über den Strom. Die aktuell genutzte kombinierte Schiene-Straßenbrücke von 1951 ist in die Jahre gekommen und soll mittelfristig einem Neubau weichen. Und sollte morgen die sofortige Totalsperrung verfügt werden, würde mich das auch nur wenig wundern. Zumindest eisenbahnbetrieblich wäre es halbwegs zu verschmerzen. Das Geschehen auf der eingleisigen, nicht elektrifizierten Hauptbahn beschränkt sich weitgehend auf den im Stundentakt verkehrenden RE 83. Bis in die 90er Jahre spielte sie auch im Güterverkehr eine gewisse Rolle. Zum einen fuhren Güterzüge direkt von Lübeck nach Lüneburg und wurden dort zur Weiterreise gen Süden auf E-Loks umgespannt. Zum anderen waren hier nach dem Mauerfall zur Entlastung des Hamburger Hauptgüterbahnhofs und der Ausbaustrecke durch den Sachsenwald etliche Güterzüge zwischen Maschen und dem Osten unterwegs, die sowohl in Lüneburg als auch in Büchen Kopf machten. Der Betriebsbahnhof Jäger entfiel 2015 ersatzlos. Das Kreuzungsgleis war bereits Jahre zuvor gesperrt worden. Der weiterhin vorhandene Bahnhof Adendorf verlor seine Personenzughalte 1979, soll sie aber mittelfristig zurückerhalten. Damit wären die Lüpiburg berührenden Staatsbahnstrecken abgefrühstückt. Nun widmen wir uns den Privatbahnen. 1904 eröffnete die Blekeder Kreisbahn eine 750 mm Schmalspurbahn nach Kerze an der bestehenden Strecke Echem-Blekede. Ihren Ausgangspunkt hatte sie am Bahnhof Lüneburg Nord, nördlich des Bahnübergangs Eisenbahnweg. 1919 wurde sie auf Normalspur gebracht und abschnittsweise neu trassiert. Seit dem Zusammenschluss mehrerer nordostniedersächsischer Kleinbahnen 1944 gehört die 24 Kilometer lange Strecke zum Netz der Osthannoverschen Eisenbahnen, OHE. Von 1960 bis zur Einstellung des Personenverkehrs 1977 begannen und endeten die Reisezüge auf der Ostseite des echten Lüneburger Bahnhofs. Danach tat sich auf dem Schienenstrang nicht mehr viel. Nach der Jahrtausendwende sorgte lediglich das OHE-Ausbesserungswerk in Blekede für ein spärliches Aufkommen. Dennoch sieht ihre Zukunft, trotz zwischenzeitlichem Stilllegungsantrag und vorübergehender Sperrung, gar nicht so düster aus. Seit 2012 ist sie an die Blekeder Kleinbahnverwaltungsgesellschaft verpachtet und deren Mutterunternehmen AVL veranstaltet hier in den Sommermonaten als Heide-Express vermarktete Ausflugsfahrten. Sogar eine Reaktivierung für den Personenverkehr liegt mittlerweile im Bereich des Denkbaren.
die auch als Gebirgsbahn bekannte, 57 Kilometer lange Strecke über Amelinghausen und Bispingen nach Soltau, komplettierte 1913 den Lüneburger Eisenbahnstern. Bauherr war die Kleinbahn Lüneburg-Soltau GmbH. Auch sie ging 1944 in den OHE auf. Die Reisezüge begannen und endeten unmittelbar vor der alten Brücker Torstraße in Lüneburg Süd, dem inzwischen vierten Lüneburger Bahnhof. Der Personenverkehr zwischen Schwindebeck und Soltau strich 1975 die Segel, auf dem Reststück Lüneburg-Schwindebeck 1977. Danach wurde der Südbahnhof für gelegentliche Sonderfahrten des Heide-Express genutzt. Mittlerweile wich das Gleis zwischen der Friedrich-Ebert-Brücke und dem Bahnsteig dem Neubauviertel Ilmenaugarten, dessen Name idyllischer klingt, als es aussieht. Unter Architekturbanausen ist der Ilmenaugarten als Klein-Prora bekannt. DB und OHE sind über ein vom Westbahnhof abgehendes Gleis miteinander verbunden. Mehrmals pro Woche verkehrt ein Containerzug zwischen Hamburg Süd und Herber bei Soltau über die Gebirgsbahn. Ansonsten ist dort planmäßig nichts los. Aber nach umfangreichen Oberbausanierungen in den letzten Jahren scheint ihre Zukunft gesichert. Und auch hier kann die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs nicht ausgeschlossen werden. Somit hätten wir sämtliche Strecken rund um Lüne-Best erschlagen. Jetzt machen wir noch ein bisschen klein-klein und beleuchten die eher unscheinbaren Schienenschnippel. Über die Blegeder Schiene ist der Ostteil der Lüneburger Industrie- und Hafenbahn angebunden. Bei ihrer Eröffnung im Zweiten Weltkrieg erschloss sie nur die Theodor-Körner-Kaserne. 1975 erhielt Lüneburg einen Hafen am frisch eröffneten Elbe-Seitenkanal und die Gleisanlagen wurden ostwärts erweitert. Rund um den Hafen entstand ein weitläufiges Gewerbegebiet, wobei die wenigsten Betriebe mit einem Gleisanschluss beglückt sind. Die Hafen Lüneburg GmbH listet in ihrem Steckbrief unter anderem zwei Vorstau- und zwei Umschlaggleise mit jeweils 750 sowie zwei weitere Umschlaggleise mit 400 Metern Nutzlänge. Das Aufkommen ist immerhin so umfangreich, dass sich keine Rostschicht auf dem Zuführungsgleis bildet. Besonders interessant gestaltet sich die Bedienung des auch als Goseburgbahn bezeichneten Nordteils. Diese fädelt westlich der Ilmenaubrücke aus dem früheren Buchholzergleis aus und ist nur mit zweimaligem Fahrtrichtungswechsel erreichbar. Erste Abschnitte zum Anschluss von Eisenwerk, Kalksteinbruch und Zementfabrik gingen 1905 in Betrieb. 1971 folgte die Verlängerung nach Norden mit einer weiteren Spitzkehre und einer Brücke über die Ilmenau. Planmäßiger Verkehr findet momentan nicht statt. Sporadisch bedient werden der Automobilzulieferer Jan Feng und der Getränkeproduzent Coca-Cola, der hier sein Vio-Wässerchen abfüllt. All jenen, die nach bewegten Bildern vom Geschehen auf der Hafen- und Goseburgbahn lechzen, sei der YouTube-Kanal Holzklotz empfohlen. Der Stadtteil Goseburg tauchte einst übrigens auch in den Unterlagen der Bundesbahn auf, denn in Kilometer 134,16 lag bis zur Installation von Selbstblocksignalen die gleichnamige Blockstelle, die die Strecke Badowig-Lüneburg in zwei Zugfolgeabschnitte teilte. Kommen wir zum Schluss zu den verschwundenen Schienensträngen, an die sich allenfalls alteingesessen erinnern. Von 1943 bis 1968 existierte eine 800 Meter lange Verbindungskurve zwischen dem Stellwerk LIF und Jäger. Sie verlief in engem Bogen quasi durch den Garten des Klosters Lüne und ermöglichte als strategische Nordumgehung des Bahnhofs Lüneburg direkte Fahrten von Buchholz oder Hamburg nach Büchen und umgekehrt. Etwa hier querte sie den Lüner Weg, der bis 1967 als Bundesstraße 209 fungierte. Neben der Verbindungskurve kreuzt er im Bereich der heutigen Fußgängerunterführung auch die Strecke Hamburg-Hannover niveaugleich, was vor den häufig geschlossenen Schranken für lange Wartezeiten sorgte. Lüneburg wurde groß durch seine Saline, in der jahrhundertelang das weiße Gold gewonnen wurde. Seit 1980 ist sie stillgelegt und beherbergt inzwischen das Deutsche Salzmuseum. 1891 erhielt sie einen Gleisanschluss, der zudem die Wachsbleiche sowie das Gas- und Elektrizitätswerk mit der Schienenwelt verknüpfte. Mit der Öffnung der Soltauer Strecke entstand 1913 eine neue Anbindung, die westlich des Haltepunkts Kurpark von der Gebirgsbahn abzweigte und durch einen Einschnitt sowie über den heutigen Arthur-Iljes-Weg verlief. Im vorderen Abschnitt ist die Trasse sehr gut auszumachen. Im Dunstkreis der Saline verlieren sich ihre Spuren städtebaubedingt. Jo,
Liebe Leute, so viel zum Thema Lüneburg. Wer sich die Anlagen noch einmal ganz genau und in Ruhe zu Gemüte führen möchte, sei auf ein Video bei Alwin Meschede verwiesen, wo auch der hinterste Zipfel des virtuell in beeindruckender Detailtreue nachgebildeten Bahnhofs zu bewundern ist. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis nächstes Mal.